Herr Diebken, Sie sind mit der Queen 1992 hier durch das Brandenburger Tor gelaufen. Die Bilder haben wir alle gesehen. Sie haben sehr viel geredet und gestikuliert. Redet die Queen eigentlich auch was? Ja, sie war sehr neugierig im Jahr 92. Sie wollte wissen, wie die Entwicklung der Stadt ist, wie wir uns das vorstellen. Und hier am Brandenburger Tor hat sich ja geradezu angeboten, ihr zu erklären, welche Planungen, welche Veränderungen es gerade hier im Herzen der Stadt gegeben hat. Also darüber ging es. 92 weniger über hochpolitische Fragen des Status der Stadt und der obersten Gewalt der Briten, das war 87 mehr der Fall, sondern da die Neugier an der Entwicklung einer wiedervereinigten Stadt. Und man sagt dann wirklich Mom? Nein, so habe ich mich, glaube ich, nicht ausgedrückt. Also bei allen Besuchen der britischen Königin wären ja alle deutschen Monarchisten. Das war ich nicht so unbedingt. Also es ging zwar immer um die Diskussion um den Hut und die entsprechende Verbeugung dabei. Nein, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin das weitgehend umgangen. Und wenn, dann habe ich Majestät gesagt. Sie haben ja sehr viele Staatsleute hier durch das Brandenburger Tor geleitet. Gab es da irgendeinen Unterschied zur Queen? War das irgendwie royaler, nicht so locker wie bei anderen? Also nach meiner Erinnerung war es nicht besonders zusätzlich locker, aber auch nicht besonders steif. Es gab natürlich sehr Unterschiede dabei. Also wenn afrikanische Staatspräsidenten kamen, da war das schon was völlig anderes, einschließlich der Erläuterung dessen, was so vor dem Brandenburger Tor an Verkauf von alten Überbleibseln der Sowjetarmee passierte. Also da kann ich mich an den Staatspräsidenten von Simbabwe sehr genau erinnern. Aber jetzt nochmal zur Queen. Was redet man denn sonst mit ihr, wenn man so mit ihr zusammensteht? Sie haben sie ja mehrfach getroffen. Ja, das kommt ganz drauf an im Einzelnen, also auch in den unterschiedlichen zeitlichen Abläufen. 87 ging es sehr stark um die 750-Jahr-Feier, um das, was wir da machen, was die Entwicklung der Stadt selbst ist, dieser Vier-Mächte-Stadt. Da war ja die Queen oberste Repräsentantin einer Macht, die eigentlich die oberste Gewalt hier auch im Einzelnen hatte. Aber da gab es auch statusrechtliche Veränderungen, denn sie war auch beim Bundespräsidenten. Das war ja durchaus etwas Besonderes. Darüber hat man sich ein Stückchen unterhalten und ein bisschen auch privat. Wobei bei der Queen es nicht so war wie beispielsweise bei Prinz Charles. Der wollte dann sehr genau wissen, wie das mit den städtebaulichen Dingen ist, wie das beim Umweltschutz angepackt wird. Also da sah man schon unterschiedliche Interessen da. Und ist die Queen denn bei solchen Besuchen gut vorbereitet? Kannte sie sich aus hier, Berlin, Geschichte etc.? Ja, jedenfalls dumme Fragen hat sie nicht gestellt. Aber nochmal, also man steht dann so bei einem Glas Champagner zusammen. Kann denn da sowas wie ein Smalltalk entstehen oder ist das nicht alles immer sehr steif und förmlich, gerade bei der Queen? Naja, es ist etwas steifer als, jetzt bleibe ich mal im monarchistischen Bereich, als beispielsweise beim Besuch des spanischen Königspaares oder auch der Niederländer. Das ist schon richtig. Die Queen geht doch unter der Last der ganzen Bürde des Commonwealths. Das merkt man manchmal auch in der Rolle, die sie selbst dort spielt.